Dieses Video wurde unterstützt durch Kutami Bremen, dein Hobbyshop aus Norddeutschland. Ja, moin moin, wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Und ja, heute gibt es mal wieder eine kleine Fotolove-Story, wie Christian immer so schön sagt. Ein Picture-Bed-Rap und zwar vom Lieblingssystem Firefight, jawohl. Ihr habt ja gesehen, es sind die Plague eingetroffen und da habe ich dann einfach mal aus denen, die schon fertig waren, plus ein, zwei, die ich noch so ein bisschen nachgebessert habe, eine Armee zusammengeschraubt und die treten heute an gegen meine Zwerge. Ja. Und ich habe einfach mal eine Funliste geschrieben für die Zwerge, weil ich wollte neue Modelle einfach mitnehmen, zeige ich euch gleich. Und ich dachte mir so, hey, wenn die Liste von dem Plague irgendwie jetzt auch mal so, ich habe die vorher nicht gecheckt, ich habe einfach geguckt, was fertig ist, dass die Liste legal ist. Und ja, dann dachte ich, komm, so eine harte Liste dagegen spielen mit den Zwergen ist auch doof. Ich meine, ich kriege mal komischerweise, obwohl es mein Lieblingsspiel ist, bei Firefight immer auf den Sack. Komisch, ne? In der Regel verliere ich das, aber hey, drauf geschissen. Und naja. Was soll ich sagen? Ich stelle euch einfach mal die Listen vor. Ihr werdet nicht raten, wer da war. Der Herr Benjamin, ne, der hat jetzt auch, ist im Moment fortbildungstechnisch, hat ein bisschen Luft gehabt und hat dann gleich die Chance ergriffen und ist hier aufgeschlagen. Und dann haben wir erstmal, ja, zwei Spiele Firefight gespielt tatsächlich. Und deswegen gibt es einen Double Bat Rap und den zweiten Teil, also zwei Spiele. Ne? Also den ersten Bat Rap gibt es heute und den zweiten gibt es dann nächste Woche. Das ist dann quasi die Revanche der Fraktionen, die dann, ja, verloren hat, gewonnen hat. Wir schauen da mal, wie es läuft. So, Armeevorstellung, ne? Wir wollen das ja auch nicht hier zu sehr in die Breite treten. Wie gesagt, ich habe hier meine Zwerge fachmännisch vom, ja, aus der Kiste von oben abfotografiert. Und ihr seht, ja, ich wollte viel Support mitnehmen. Ne? Ja, das ist, wie gesagt, es war eine Funliste und einfach so zusammengeklickt innerhalb, ja, relativ kurzer Zeit. Ich wollte unbedingt meine Jotun-Waffenplattform mitnehmen und ich finde diese Modelle einfach so sexy, ne? Ich weiß nicht, irgendwie, obwohl die noch nicht mal Heavy Armor haben, ich weiß nicht, ich finde die einfach nur geil. Und dann natürlich, dank STL von Mantic, ne, aus dem Vault, habe ich mir ein Päckchen gegönnt und habe dann mit meinem Drucker hab mir hier quasi einen Waffenturm gebaut. Der ist dieser hier. Und irgendwie fand ich schon immer, dass die Batterien hier unten ein bisschen komisch aussehen. Also bei meinen aktuellen, die ich jetzt spiele, ich habe noch zwei, drei im Druck, da werden die Batterien kommen dann nach oben. Ja, so, egal, ich schweife schon wieder ab. Ihr seht, ich habe maximal viele Truppen eingepackt und habe auch ein bisschen Kropfzeug mitgenommen. Nur einen Commander, weil ich wollte halt maximal viele Supports generieren. Und ja, wie gesagt, Funliste. Schauen wir mal, wie das Ganze dann ausgeht. Was haben wir denn dabei? Wir haben erstmal hier einen Steel Warrior Huskarl. Ne? Das ist der nette Kollege hier, auch wenn er so ein bisschen wie ein Forge Lord aussieht. Ne? Aber das hebt sich ein bisschen besser ab, dachte ich mir. Ja, ne? Ganz normal, Headstrong, Heavy Armor, Inspiring, Small Unit, 3, ne, dann Tactician, gibt mir einen orangen Würfel. Der hat Suppressive Fire, Precision, Optics, Aura, quasi den Command Order, ja, einen Mannequin und so weiter und so fort. Hat seine Pistol, hat seinen Hammer und so weiter, ihr kennt die Nummer. So, dann sehen wir hier unten 2x10 Mannequins, Militia, also die Miliz, wirklich das, ja, schwächste Glied in der Kette der Zwerge, hätte ich jetzt mal gesagt. Ne? Also die Jungs, die sind nicht so wirklich doll. Die haben auch nur eine MK1 Hellstorm. Ne? Die anderen sind ja schon ein bisschen besser ausgestattet. Ein Leader, der genauso ausgestattet ist, plus 9 im Trupp. Ja, die haben eine 18er Range, haben Würfel mit einem Würfel. Blaze Away Trademark, aber kein AP, gar nichts. Treffen nur auf die 5, assaulten auf die 5. Haben eine Armor von 5 und keine Heavy Armor. Das ist so ein Knackpunkt an denen, ne? Ja. Aber so ist das halt, ne? Dafür sind sie günstig. So wie die Mädels da stehen, kosten die 90 Punkte, ne? Also quasi pro Truppe. Die ganzen zweimal seht ihr hier am Start. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Steel Warriors. Immer in der gleichen Zusammenstellung. Und zwar haben wir da immer einen Leader. Dann haben wir einmal eine Autocannon und wir haben eine Heavy Magma Cannon, ne? Und ja, das ist das, oder nicht Heavy, sondern nur Magma, Entschuldigung. Ne, Heavy ist ja die Fahrzeugmontierte. Genau. Ja, MK2 haben die dann, ne, also die würfeln dann auf 18er Range, aber mit einem AP von 1 wenigstens. Auch Blaze Away Trademark, was halt irgendwie für Hokus Pokus ganz cool ist, wenn man dann viele hat, weil der Trick, den ich hier spielen wollte, ist halt eher quasi einmal die, den,
die Command Order geben, dass die halt irgendwie für jede Trademark-Waffe noch einen extra Würfel kriegen, die ist ja sehr, sehr geil, dann rotzen die halt mit 20, so war der Plan. Ja, die Jungs hier, wie gesagt, dreimal Standard, dann zwei extra Waffen was soll ich sagen? Also die Autocannon, die ist ganz geil, die schießt 3, ne, und hat allerdings auch nur eine AP von 1. Die Magma-Kanone, die schießt auch nur mit einem Würfel allerdings, aber die hat dann eine AP von 4 und wenn sie trifft, dann A ist die Anti-Tank, B ist die Devastating 2 und Targeting Systems, ne, das ist schon mal ganz geil. So, und die drückt halt einfach dann mal 2 Schaden raus. Ist halt gegen Massenarmeen jetzt gegen die Plague nicht ganz so geil, aber wenn man irgendwas Dickes rausnehmen will, ich sag nur, ihr seht gleich die Modelle, die teilweise 7, 8er Armor haben, da ist das schon ganz cool. Ja, davon wie gesagt 6-mal in identischer Zusammenstellung. Das ist halt einfach mal so. So eine Truppe mit 5 kleinen Mannequins, die ist halt auch schnell rausgenommen, beziehungsweise sehr schnell broken. Dank Heavy Armor, aber nicht ganz so wild. Die sind halt ganz normal Headstrong Heavy Armor, haben Overwhelm 8 und Suppressive Fire. Und das ist halt die Standard-Truppe, hätte ich jetzt mal gesagt, bei den Zwergen. Die schießen auch auf eine 4, es sollten auf eine 5, da ist es dann weniger spannend, da gibt es auch kein AP mehr oder so. Aber Heavy Armor for the win. Ne? Heavy Armor für die das vergessen haben, wenn ihr verwundet habt, ne? Also treffen, verwunden und alle Verwundeten, also ne, die verwundet haben, müssen nochmal auf eine 5. Es sei denn, der Gegner hat Anti-Tank, böse Nummer. So, dann geht's zur Heavy Metal Fraktion. Und zwar haben wir zweimal die Jotun Waffenplattform. Und die hat eine Quad Heavy Hailstorm Cannon drauf, die schießt 48 Zoll, also die ballert euch mal quer über den Tisch, das ist sehr, sehr geil. Mit 8 Würfeln AP2 Anti-Aircraft und Pinning, auch ganz geil. Assault Monkey Range Assault mit einem Würfel und sonst nix. Ansonsten, wie gesagt, es ging mir halt ums Dacker hier und weil ich die Modelle so geil finde, ich finde die einfach sexy, ne? Das hat irgendwie so orkischen Zwergenstil, ich weiß nicht, sehr geil. Und die wollte ich halt unbedingt gerne spielen. Das Problem an den Jungs, Headstrong Tracked Vehicle, aber, kein Heavy Armor, ne? Das heißt, leicht wegzuknuspern. Die zweimal dabei, um so ein bisschen Feuer zu generieren, ganz geil. Und dann natürlich hier die Gungiers, 2 Stück an der Zahl. Ach übrigens, das hier sind auch Supports, ne? Und die kosten 90 Punkte, nur so aus Spaß an der Freude mal. Die Trupps hier kosten 125 pro Trupp. Ihr merkt, es sind keine Forge-Guard dabei, ne? Also keine Elite-Trupps, sondern einfach hier nur das Fußvolk und die Mittelklasse. Ja, ich wollte halt gerne die neuen Panzer mal austesten und die haben sich, so mittel, ne? Die sind halt relativ schnell weggeknuspert mit 5 Lebenspunkten. Dafür sind sie ganz geil ansonsten. Also die sind erstmal Headstrong, dann Slow Reload haben sie, die sind Track, die sind Vehicle und die haben die Multiple Missile Launcher. Das ist sehr, sehr geil. Das ist halt die Nummer, weswegen ich sie mitgenommen habe. 6, 12 marschieren die, also fahren die viel mehr. Schießen auf die 4, assaulten auf die 6. 7er Armor, 5 Lebenspunkte, wie gesagt, Nerf von 4. Was soll ich dazu sagen? Das ist 7er Armor, ne, mit ein bisschen AP. Also, ja, ist halt schon, kann man machen und 5 Punkte ist nicht unbedingt viel für einen Panzer, ne? Könnte man nur ein bisschen mehr. Egal, so, ich habe sie mitgenommen wegen der Waffen, ne? Die haben quasi die Magma Missiles, 36er Range mit 2 Würfeln, AP4, Anti-Tank, Devastating D2, Indirect, ne? Also Indirect schießen auch sehr, sehr geil, das ist schon mal richtig cool. Auf 36 Zoll 48 wäre natürlich geiler, aber hey, who cares? Dann haben sie die Burst Missiles, 36 Zoll 3 Würfel ohne AP mit Blast D4 Indirect und Pinning. Und dann gibt es noch die Seeker Missiles, 48 Zoll, da haben wir sie mit 2 Würfeln, AP2 Anti-Aircraft und Blast D2. Ja, Ramming ist zu vernachlässigen mit 2 Würfeln und AP1. Ja, das war so mein Gedankengang, ne? Und das ist die Truppe. Auf dem Kopf genau waren das 1500 Punkte, also ganz genau, ja. So, dann schauen wir uns mal die frisch eingetroffenen Plague an. Die sind hier auch schon quasi so ein bisschen vorsortiert in der Schlachtausstellung, weil aus der Box raus wäre das ein bisschen schwierig gewesen, ne? Ja, was haben wir denn bei der Plague am Start? Schauen wir einfach mal durch. Wir haben erstmal zweimal den Stage 1A Plague Lord. So, da müssen wir ein bisschen gucken. Da sind teilweise auch ältere Modelle dabei, die heutzutage gar nicht mehr so gebaut werden. Gebaut werden ist gut, hergestellt werden. Also da ist es halt so, dass dann tatsächlich mal auch mal im Internet gucken muss als Mensch, der sich da nicht so mit auskennt. Das sind die beiden Kollegen hier, ne? Die sind bitterböse. 6-12 können alle nicht schießen, also fast keiner hier kann schießen. Haben Assault von 3+, haben eine Armor von 8, 5 Lebenspunkte, Nerf 4+, eine Höhe von 4. Wenn die dann mal assaulten, dann haben die Stage 1A Claws und hauen damit einen Assault mit 6 Würfeln, AP3, Anti-Tank und Frenzy 2 rein. Das ist böse. Dahinter, ich habe mir das immer so gemerkt, der sieht im Gesicht aus wie ein Dinosaurier. Das ist der Terraton.
Den habe ich jetzt habe ich natürlich die Liste hier irgendwie gerade mal auf der anderen Seite. Wo steckt der Bengel denn da? Genau. Ja, das war natürlich hier Commanders, ne? Aber wir könnten eigentlich auch mit den Commandern weitermachen. Das machen wir. Ein bisschen Ordnung muss sein, ne? Was hatten wir denn noch? Genau, die Plague Lords waren Commander. Dann haben wir noch quasi. Wer war denn? War denn nicht ein dritter Commander noch drin? Ich bin gerade am Überlegen. Verzeiht's mir, das ist schon wieder leider eine Woche her. Troop. Ach, wir gehen dann einfach mal der Liste der Reihe nach durch, hätte ich gesagt, ne? Genau, so. Machen wir einfach die Liste. So, das waren die beiden Plague Lords. Dann, das hinter ist der Terraton, wir gucken, machen wir doch. So, mein Gott, früher war ich unentschlossen, heute weiß ich es nicht, ne? So, der Terraton ist hier quasi einmal ein Support. Der marschiert 6-12, kann natürlich auch nicht schießen. Assaulted auf 4+, hat eine 6er Armor, 4 Lebenspunkte, Nerf 4+, eine Höhe von 3. Der hat die Terraton Claws, also der kann auch nur Nahkampf, eine 4 Würfel, AP 1 Anti-Tank. Ja, was der kann ganz coolerweise ist Teleport, das heißt, der kann sich auch mal irgendwie so hin und her bewegen und die Deckung ignorieren und solche Spielsachen. Ansonsten hat er Bulky Regeneration, auch immer gut, einen Lebenspunkt zurückholen. Resilient, da kann man dann halt quasi mich zwingen, einen Würfel nochmal zu würfeln, und Tactician, der gibt einen schwarzen Würfel dabei. Dahinter sehen wir eine Aberration, da habe ich auch noch ein oder zwei hier, da, ich glaube eine noch, ja, ich meine schon. Die werden wir dann auf alle Fälle auch demnächst nochmal sehen. Dass es da mehr von gibt, die sind nämlich auch bitterböse. Specialist für 90 Punkte, 6, 12, 3er Assault, Armor von 7, 5 Lebenspunkte, Nerf 4+, er hat die Fists dabei, ne, damit heavy gefistet und so. Assault 6 Würfel, AP 4, Anti-Tank. Autsch, ne, also das ist schon so ein bisschen dösig, böse, ja, und dösig für den, der es dann mitkriegt, ne. Genau, so, dann gucken wir mal, was haben wir denn am Start? Wir haben dann noch Stage 3Z Zombies, oder einfach auch Zombies genannt. Das ist halt irgendwie das Fußvolk hier. Ihr seht, das sind immer 20er Trupps plus ein Leader. Die haben nicht so wirklich viele tolle Dinge. Die sind einfach mal, ja, die marschieren 6-12, können natürlich nicht schießen. Assaulten auf die 7+, herzlichen Glückwunsch, Herr Doktor. Haben da ein 3er Armor, also quasi nur das Unterhöschen an, einen Lebenspunkt, Nerf 5+, und eine Höhe von 2, ganz normal Standard. Die, sowohl der Leader als auch die Zombies, die können quasi Assaulten mit einem Würfel, ohne alles, also kein Durchschlag, kein gar nichts. Das ist einfach mal, um irgendwelche, ne, Masse statt Klasse, vielleicht Missionsziele halten und so weiter und so fort. Keywords, Beasts, Horde, Regeneration und Unflinching. Ja, gerade in Regeneration kann echt mal nervig sein, gerade wenn es um die Broken Sachen geht, ne, weil Regeneration und ja, dann ja, wird nachher genervt und dann sind sie nachher, hat man nachher das Limit eventuell wieder überschritten, dass sie nicht mehr sind, und ach, ich weiß auch nicht, das ist böse, ne? Ja. Gut, so, dann, wie gesagt, zweimal die Trupps hier, die dicken. Dann haben wir Mule Transports, ne, die guten Maultiere, die sind ja in mehreren Fraktionen vertreten. Hier so ein bisschen eingeschnoddert von den Plague. Und die sind zweimal am Start. Die Transporter, die kosten 65 Punkte, meine ich, genau. Die haben Auxiliary, haben eine Kapazität von 6, ne, das heißt, es dürften 6 Höhe 2 Modelle rein. Ansonsten, der Benjamin hat dann 3 Leapers da drauf gepackt, die sind höher, die passen dann ganz gut. Vehicle, hatte ich gesagt, ne, Wield und Evade. So, die fahren 12-18, sind also ziemlich schnell am Feind, schießen auf die 5+, mit einer Laserkanone, auch ganz geil. 5+, beim Schießen ist natürlich, ja, so ein Mittel, ne, aber hey, okay, kann man mal machen. Assault ein 6+, hat eine 6er Armor, das finde ich auch ganz schön hart für so ein Transportfahrzeug, ne, das ist schon okay. 4 Lebenspunkte, Nerf 5+, Höhe 4. Die sind, wie gesagt, mit einer Laserkanone bewaffnet, 36 Zoll, 3 Würfel mit AP3 Anti-Tank. Und das ist halt so eine Sache, da kann man sich schon mal warm anziehen. Wenn die dann treffen und durchkommen, dann, ja, ist nichts mehr mit hier, ne? Von wegen Heavy Armor, die wieder rerollen auf die 5. Ist nicht. So, dann hat er dann noch hier die Spiked Ram, also dieses RAM-Teil da vorne dran. Ja, 3 Würfel mit AP2 meinen auch, also die können einfach mal durchmetern und so ein bisschen Schaden anrichten. Genau, die zweimal am Start. Dann haben wir die Leapers, auch ältere Modelle, muss ich tatsächlich auch im Internet gucken. Das sind einmal die Herrscher hier, ne, die Herrschaften hier, die Arme so auseinander machen. Dann einer, der so ein bisschen kauert, sehen wir bestimmt nachher nochmal. Und dann noch einer, der hier auf der Mauer hockt oder über die Mauer springt. Waren übrigens sehr geil zusammenzubauen. Nicht, da habe ich mich auch, weil da ging mir gerade der Gelsekundenkleber aus, da habe ich dann, ja,
mich etwas öfter selbst festgeklebt und andere Dinge als die Dinger, bis sie auf die Mauer halten wollten. Mein Gott, Walter, das war ein Kampf. Ja gut, die haben wir auf alle Fälle auch dabei. 9,15 richtig schnell. Ne? Frenzy 2 haben sie Regeneration natürlich und Flinching Counter Charge haben sie auch noch. 9,15 ist natürlich böse, wenn die dann irgendwie chargen. Assaulten auf die 4 Plus, haben eine Armor von 6, 3 Lebenspunkte pro Modell. Und ja, Nerf von 5 Plus, Höhe von 3. Unit Strength von 2 übrigens, falls ihr damit irgendwo rumlungern wollt. Ne? Die Assaulten quasi mit ihren Stage 2A Claws. 3 Würfel AP 1. Das tut der Leader genau wie die anderen Jungs auch. Die kosten 100 Punkte für so einen Dreier-Trupp. Ne? Genau. So, das sind die etwas besseren Zombies, sind die Ghule. Das sind diese Trupps hier. Und da sind dann 3 von vertreten in etwas anderer Zusammenstellung. Und zwar sind da einmal 9 und ein Leader und 2x 14 und ein Leader, also 15er Trupps. Und ja, dann sind immer noch 2 Hunde jeweils angeschlossen, die zählen als Drohne, also nicht als eigenes Modell. Die Mädels, die haben, was haben sie denn? Genau, die haben erstmal Overwhelm mit 10 und Regeneration 6,15. Sind auch damit mit dem Charge sehr schnell. Schießen auf die 6 Plus. Ja, ne, wie gesagt, schießen, aber halt nicht sonderlich gut. Eine der wenigen Einheiten, die das hier können. Dann assaulten die auf die 5 Plus, haben eine Armor von 5, einen Lebenspunkt, Nerf von 5 Plus und ja, eine Höhe von 2. Unit Strength übrigens auch 2. Ja, der Leader bewaffnet in der Pistole. R12 und ein Würfel ohne alles. Dann hat er noch ein Schwertchen dabei im Assault, also im Nahkampf. 2 Würfel mit AP1. Die Standardjungs, die haben ihre Rifles. Die haben 18 Zoll. Ein Würfel ohne Durchschlag mit Blaze Away. Und Assaulten tun die genau so wie der Leader. Dann haben wir noch unsere beiden Hündchen dabei. Die haben Rapid Teeth, also die schnellen Zähnchen, die Beißerchen. Mit Assault natürlich nur, die schießen nicht. 3 Würfel ohne alles. Genau, davon 3 Trupps am Start in unterschiedlicher Größenordnung. Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach den Schwärmen. Ich glaube, die schwabbeln. Ja, wo schwabbeln sie denn rum? Ich sehe sie gar nicht. Hier nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Sehen wir gleich. 2 Schwärme, das ist so ein Haufen Würmer, hätte ich gesagt, oder Würmer auf dem Haufen. Sind 2 Stück davon am Start. Die laufen unter Specialist. Die anderen waren jetzt, also hier die Ghouls waren Troop. Haben Beast Regeneration, also diese Regeneration ist ätzend, ne? Also ihr kennt das bestimmt, wenn er Warhammer spielt und gegen Necron spielt und die sich dann irgendwie immer, also früher war es zumindest so, dass sie dann wieder irgendwie Modelle wiederholen oder Punkte draufschrauben oder sonst was, ne, eher nervig. Genau, das haben die auch. 6, 12 können die durch die Gegend wurmen, natürlich nicht schießen, Assaulten auf die 5 plus 3er Armor, also nichts, 4 Lebenspunkte aber dafür. Und Nerf von 5 plus, Höhe haben sie natürlich 1, weil klein und schwabbeln über Boden. Ja, die haben Teeth and Claws. Assaulten mit 4 Würfeln und AP 1. Ja, kann man machen, ne? So, wen haben wir dann noch? Wir haben dann noch unser Weapon-Team. Das versteckt sich hier hinten. Die mörsern so durch die Gegend. Ist ein Specialist. Die sind bulky, haben Regeneration natürlich auch. Targeting Systems. Und du darfst quasi deine Munition wählen. Also generell können die erstmal 6-12. Schießen auf die 5 plus, Assaulten auf die 6 plus, haben eine Armor von 5, HP 3, also 3 Lebenspunkte, Nerf von 5 plus, Unit Strength 0 in der Tat. So, man kann sich auswählen, sich entscheiden zwischen den Schrapnellen. Es gibt immer eine Mindestrange und eine Höchstrange, das ist hier 6, also man kann unterhalb 6 Zoll, also ne, weniger kann man nicht schießen, bis 24 Zoll, 3 Würfel ohne AP. Dafür Blast D2, Indirect Pinning Slow Reload. Dann haben wir die Toxic Shells, auch eher 6 bis 24 Zoll. 3 Würfel Blast D2 Indirect Slow Toxic. Und wir haben die Smoke Shells, auch 6 bis 24, 3 Würfel ohne, AP, Indirect Slow Reload, und Smoke. Ja, Assaulten können sie auch, das ist unglaublich spektakulär mit einem Würfel ohne alles. Ja, liebe Leute, dann haben wir die Mädels auch schon hier hintereinander. Und was soll ich sagen? Es ist halt eine Menge. Ja. Gut, so, wir springen dann einfach mal rein und schauen mal. Ach, hier haben wir nochmal ein Bildchen, nochmal ein bisschen schöner. Sind die Schwärme jetzt dabei? Nö, irgendwie nicht. Gut, dann ist das so. Alles klar, das war das Spielfeld. Wir sind auf dem alten verlassenen Posten, der in der Wüste ist und der aufgegeben wurde und wo halt nur noch so ein paar Container rumstehen und ein paar Türme.
Und ja, ich habe auf dieser Seite hier aufgestellt, unschwer zu erkennen. Draußen war es warnehell. Wir haben bei uns gespielt und da fiel das Licht sehr ein, obwohl wir noch Licht von oben hatten. Schwierig. Ja, deswegen, manche Aufnahmen sind ein bisschen... Okay, alles klar. Genau, so, ich habe aufgestellt. Ihr seht, hier ist... ja, hier sieht man noch nichts, weil Benjamin, der hat den Recon-Roll natürlich gewonnen. Ich glaube mit 2, genau. Und hat dann ein Mule und Amalipas hat er dann zurückgehalten. Der Rest verteilt sich hier hinten. Das ganze Gesocks, ne? Jo, meine Mädels hier, ne, immer noch, ja, hübsch anzusehen, meiner Meinung nach. Hier, meine, ich finde diese Modelle so geil, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ja, hinten, weil schießt einmal rüber. Ja, die Militia, die hat sich hier auch so ein bisschen aufgeteilt. Er hier steht innerhalb von 12 Zoll, um natürlich den Hokuspokus zu machen und den doppelte Würfel zu geben. Ja, da ist natürlich die Übermacht hier. Und, ja, ne, die haben es noch nicht mal nötig, nach vorne zu gucken hier. Unglaublich, ne, das ist, ja... Ein Haufen, ich sag's euch. So, weiter geht's. Da ist dann auch noch der Mule, ne? Und da sind die Lipas drauf. Genau. So, das ist aber von der anderen Seite von Herrn Benjamin die Aufstellung. Und ihr seht, das ist ein Haufen Zeug. Hier mal Aberration. Der Terraton, der versteckt sich hier hinter. Hier ist nochmal eine Truppe Lipas. Und ja, das ist quasi, hier sind die Missionsmarkers. Wir haben eine Mission gespielt. Und zwar haben wir 2 Marker bei uns auf der Seite platziert, dann bei Benjamin auch. Und ich meine 3 innerhalb der Mittellinie, also so hin und her, 6 Zoll von der Mittellinie weg, meine ich, war das. Und der Witz war, das war der, man musste die Marker bei sich halten, um zu scoren. Da gab es dann irgendwie einen Punkt für oder was. Und andere gaben natürlich mehr, aber wenn ihr eure nicht mehr gehalten habt, also so gab es 2, wenn ihr jetzt eure nicht mehr gehalten habt, für fremde Marker gab es 2, wenn ihr jetzt die nicht mehr gehalten habt, dann gab es auch nur noch 1 und wenn ihr eure verliert, aber 3 vom Gegner besetzt, bringt euch das nichts mehr, weil dann gibt es für die fremden Marker keinen Punkt, 0 Punkte, ihr müsst eure halten. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich, ansonsten müsst ihr mal einen Blick ins Regelbuch werfen, also merken, eigene Marker halten, gibt jeweils 1 Punkt für den Marker bei sich und dann muss man quasi die vom Gegner noch zusätzlich halten und wenn man seine eigenen verliert, dann werden die halt halbiert die Punkte der Marker, die man vom Gegner hält. Ja, ist natürlich eine Mission, wo so eine Kropfzeugarmee dann vielleicht ein bisschen im Vorteil ist, weil die halt viele, viele Dinge halten können. Meine halten, ja, muss ich ja zurückhalten. Eigentlich hätte ich die Feuerkraft vorne gebraucht. Hm. Ich habe schon schwarz gesehen. Ich habe meine beiden Gungis an die Seite gepackt. Die beiden Plattformen hier in die Mitte, um möglichst viele schon mal rauszunehmen, was auf mich zugekreucht und fleucht kommt. Ne? Die rechte Flanke ist ein bisschen schwach ausgefallen. Und ja, hier sehen wir das nochmal aus der Perspektive quasi. Das ist das Schlachtfeld. Ja, hier nochmal ein bisschen schöne Bilder. Ne? Da glühen die Waffen schon vor und ja, hübsche Aufnahmen. Und ja, da sehen wir hier schon die Marker, wie sie liegen. Und dann geht er los. Meine Marker lagen hier, den ich halten muss, und hier. Und Herr Benjamins Marker war, glaube ich, einer war hier. Und den anderen hat er hinten gepackt, hier hinter das Häuschen. Genau. Und das war halt so eine Sache. Ja, dann ging das los. Erster Zug natürlich Herr Benjamin, weil auch ja, Recon-Roll gewonnen und so, durfte halt nicht doppelt aktivieren. Die Folien sind halt so ein bisschen, ja, wie gesagt, ist einfach so mal zwischendurch fotografiert. Da werde ich jetzt mal halt drüber gehen, ganz normal. Also er ist natürlich vorgerückt. Was kann man machen mit dem Plague? Man kommt so nah ran, wie es geht. Und der hat dann natürlich dann auch hier mit der Laserkanone bitterböse schon hier vorne draufgerotzt und hat meinem Panzer auch schon gleich 3 Schaden reingefregelt. Ne, das war frech. Da kommt der Plague Lord, das ist auch, also das ist echt ein Brecher. Also wenn der auf euch zukommt, dann müsst ihr aufpassen. Ja, ich habe dann so ein bisschen zurückgefeuert, ne? Hab hier die Lipas gepinnt, dem Mule habe ich einen Lebenspunkt runtergeschraubt. Hey, ich war so ein bisschen enttäuscht in dem Moment von dem Panzer. Und ja, wie gesagt, hier Schaden schon. Er hat wirklich innerhalb kürzester Zeit hat er mir 4 Schaden hier drauf geknallt auf meinem Panzer auf der rechten Flanke. Und ja, das war schon bitter. Ihr seht, es bewegt sich so langsam alles nach vorne. Meine Jungs, die sind hier einen Tacken nach vorne. Die stehen hier noch. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon gedacht, eigentlich müsstest du offensiver spielen, aber ja, wie das dann bei mir so ist. Ich bin dann eher so der, ich bunker mich ein und schieß Typ, was hier nicht so gut war. Ja, hier nochmal ein paar schöne Schlachtfeldaufnahmen und ihr seht's, die Mädels rücken weiter vor, die haben natürlich Bock auf den Marker hier. Herr Benjamin, der gewürfelt hat wie ein junger Gott, gerade immer wenn es drauf ankam dieses Mal, das war echt pervers, was der da abgeliefert hat. Ja, meine Jungs sind da so ein bisschen nach oben gekrabbelt auf den Mittelcontainer und haben dann hier so ein bisschen von oben runter gedackert, weil das hat sich ja angeboten.
Das Problem ist hier, Marker konnte ich jetzt erst, habe ich jetzt erst nicht gehalten, konnte ich nicht halten, weil ich Sorge vor den vielen Zombies hatte. Ihr seht, auf der linken Seite hat die gute Waffenplattform ihr Übriges getan, hat da richtig ordentlich Ramazamba gemacht, hat hier in die Zombies reingeholzt und hat da ordentlich was rausgenommen, die sind ja schon broken. Und ja, das war auch gut. Das Problem ist, ich wollte eigentlich viel lieber an ihn ran und natürlich an die Ghule und später auch hier, um da dran zu kommen. Aber keine Chance, da war das Meat Shield vor. Und ja, wir haben es auch ein bisschen verpennt in der ersten Runde, dass ich hier mit Deckung eigentlich hätte auf ihn schießen können, weil er ja höher ist und dann nur eine partially, also eine teilweise geblockte Sichtlinie ist. Ja, ne, ewig nicht gespielt und so, ihr kennt die Nummer. Jo, heiter weiter hier. Ihr seht, Panzer ist raus. Yeah. Und die Lipas sind noch da, das Auto ist noch da. Alles nicht richtig gemacht von meiner Seite. Also das ist doof gelaufen, definitiv. Die Jungs hier hüpfen über den Zaun, kommen hier angedackelt. Die schleichen hier so ein bisschen in Deckung. Die lungern hier noch hinten rum, weil ja, die bewachen ja auch das Ziel. Hier oben habe ich so ein bisschen rumgedackert, ne? Und ja, so semi-gut hätte ich bald gesagt. Dann haben wir hier, sehen wir schon die Geschichte, die Lipas haben sich dann hier auf den Marker gesetzt. Und das ist natürlich für meine einer richtig schlecht, weil dann der Benjamin natürlich zwei hält und den dann richtig schön fett scored. Das ist dann schon, ja, traurig. Das ist traurig. Hier, die sind ein bisschen vorgerückt. Hier ist übrigens noch der Terraton, der hatte sich hier versteckt, der kleine Lümmel. Er kommt dann auch angewackelt. Wie gesagt, ein Panzer bei mir ist raus. Die Jungs sind hier nach oben, die stehen noch, weil die, ja, die haben quasi, halten den Marker. Die halten den Marker, die waren gedacht, falls die schneller da sind und mir die einer rausnehmen, das war auch absoluter Blödsinn von mir, diese hier hätte ich viel offensiver nutzen müssen, genau wie die. Ja, hinterher war es immer mehr. Der zweite Mule von der Benjamin ist übrigens auch hier hinten rausgeploppt, nur so als kleine Info. Und ja, da kommen die Jungs schon, ihr seht, da ist ein Marker, wo die hier gerne hin möchten, aber wirklich Respekt haben vor denen. Die hier, 15er Charge, da muss man immer aufpassen wie Hulle, wenn die ankommen. Und hier noch die Jungs mit der Laserkanone Anti-Tank. Also das war die rechte Flanke bei mir. Ich hatte wirklich gehofft, dass der Panzer um einiges länger hält. Ist nicht so gewesen. Ja, so, weiter geht's, heiter weiter. Wie gesagt, Jungs hier rücken weiter vor und die haben, wie gesagt, hier auf die Zombies gedackert. Die, hier seht ihr noch die Rohre von der Waffenplattform. Die hat auch da drauf gedackert. Die haben hier so ein bisschen rumgedackert. Und ja, der Benjamin marschiert weiter schön nach vorne. Er guckt auch schon ein bisschen verdrießlich. Dem gefällt das auch nicht, wie das gelaufen ist. Und ja, so sieht's aus. Ein bisschen Scharmützel und mehr ist halt nicht passiert. Nochmal ein bisschen schöne Bilder ist, ne, hier. Ne, die Lipas, wie gesagt, das ist ja, und halt der Aberration. Ah, gruselig. Aus meiner Perspektive, es kommt ein riesen Blob an Zombies angedackelt und ja. Der Terraton war so eine kleine Pussy, ne? Der hat sich hier so ein bisschen hinter den Gebäuden versteckt. Was soll ich sagen, ne? Da ist er, da haben wir dann mal langsam angeknuspert. Und das war aber auch viel Arbeit, weil er hier, der zauberte immer dann, ne? Seine, musste immer doppelt aktivieren, erst ihn, dann Zaubersprechen, damit die doppelte Würfel kriegen, damit die dann schießen konnten, ne? Ja. Die Zombies da, die haben sich da, haben wir eben noch gesehen. Die sind hier wieder, ne, die haben da dank Regeneration, wo Benjamin auch irgendwie, der kann ja noch hier, wie heißt das, Infection, glaube ich, heißt die Order, wo man dann D4 wieder kriegt für Kommandopunkte und dann noch die normale Regeneration, die sind dann ja, ne, immer wieder aufgestanden, unglaublich. Ja, liebe Leute, so sieht das aus, die über den Zaun, die natürlich auf dem Marker her, wer hätte das gedacht, die Karre weiter nach vorne. Und wollte hier natürlich dann noch ein Elend verrichten, indem sie A auf mich schießen, B die Lipa da rausgejumpt kommen, was dann natürlich auch instant passiert ist. Ja, die wollten mir dann erstmal ordentlich auf die Mütze hauen. Und was soll ich sagen, schön ist anders und ja, das ist gar nicht mal so gut. Haben aber das tatsächlich nicht geschafft. In dem Moment hatte ich wirklich Glück, weil Heavy Armor, die haben kein Anti-Tank, das ist geil. Und ja, was soll ich sagen, ne? Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. Dann ging es weiter, die Horde wabbelt nach oben und vermessen misst der Christian hier schon, ach, der Christian schon, der Herr Benjamin schon und ja, marschiert straight nach vorne. Er, wie gesagt, hier unter Beschuss von den Jungs, die warten, dass was kommt. Die hier und die hier, viel zu passiv. Wir sind auch jetzt gerade schon in Runde 2. Und ja, da geht es dann weiter.
warten hier, dass das Feuer kommt. Die halten den Marker, die wehren hier auf der rechten Flanke ein bisschen was ab. Oder versuchen es zumindest. Ihr seht, die Karre ist ein bisschen angeknuspert, die Jungs sind ein bisschen angeknuspert. Ja, was soll ich sagen? Es wäre auch besser gegangen. Die Leaper halten nämlich fröhlich die Punkte. Benjamin scoret damit immer ordentlich, ne? Hat seine Marker, hat den Marker. Die Jungs hier quellen nach vorne. Hier oben hat er mir auch schon welche rausgenommen, ne? Und ja, jetzt marschiert er mit denen nach vorne. Die sind natürlich im Feuer von denen. Und auch hier von der Waffenplattform. Das ist schon mal ganz nett. Aber es ist einfach viel Masse. Ihr seht, die Jungs hier, die sind dann nur noch zu viert, aber sie leben immer noch. Also das ist ja untot halt, ne? Zwischendurch hier noch ein bisschen Schaden gemacht. Hier mir da irgendwie ein bisschen was rausgeknuspert. Was heißt ein bisschen? Also der Terraton ist hier reingecharged, hat dann hier rumgewütet und hat mir hier 6 dann rausgenommen im Endeffekt. Deswegen sind die Jungs auch broken, ne? War eine 10er Einheit vorher. Und ja, die sind immer noch broken, aber ja, erfreuen sich über bester Gesundheit, weil sie sich dann freundlicherweise wiederbeleben. Die Ghule gehen dann jetzt auch langsamer nach vorne mit ihrem Hündchen. Der Plague Lord da hinten, der lungert da noch so rum. Tja, der Huskal, der guckt hier und schlägt die Hände über den Kopf zusammen, was die Schlacht für eine Wendung nimmt. Das war, wie gesagt, sehr passiv, viel zu passiv von mir. Und ich muss mir echt abgewöhnen, auch wenn es teure Einheiten sind, die so passiv zu spielen. Das ist einfach so. So, ist hier noch irgendwas passiert? Ja, die sind, wie gesagt, vorgerückt. Und die sind auch nochmal, die haben sich, ihr seht, die werden immer mehr anstatt weniger, dank Regeneration und irgendwelchen bösen Zaubertricks. Gefühlt zumindest werden sie immer mehr. Und ja, hier hinten lungert noch jemand rum, ne? Das ist die Waffenplattform. Ja, dann haben wir hier noch den Lord, die da hinten halten den Marker. Ja, was soll ich sagen, ne? Dann die nach oben, die Jungs hier noch ein bisschen rumgedackert, haben hier noch ein bisschen was rausgenommen. Ich glaube, hier hatte ich reingeschossen. Ah ne, auf die Leaper hatte ich geschossen. Ich wollte nämlich gerne dann den Marker haben, aber viel Schaden haben sie nicht gemacht. Also ich habe auch echt, ja, man sagt es ja immer, grottig gewürfelt. Aber diesmal habe ich wirklich grottig gewürfelt. Und ja, ihr seht für mich nicht so gut aus. Ne? Ihr seht, das Schlachtfeld wird dominiert, gerade markertechnisch von den Plague. Und die marschieren weiter vor. Ich hätte viel aggressiver spielen müssen. Und deswegen, ja, ich habe gedacht, lasse kommen. Aber das ist bei so Missionsziel-Missionen absoluter Blödsinn. Ne? Muss ich draus lernen und ja, ist einfach so. Noch ein paar hübsche Bilder hier, ne? Rumlungernde Leute, noch mehr rumlungernde Leute. Er da hinten, der schiebt eine ruhige Kugel hinter den Container, lungert es auch. Diesmal von der anderen Seite mal betrachtet. Da sehen wir es, die Jungs sind hier oben. 2 Leapers, hier oben stehen meine Jungs auf dem Container. Die anderen, ja, ihr seht, sind einfach Massen. Massen, die auf einen zukommen. Und ja, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich hätte mehr nach vorne gehen müssen. Kann ich nur mehrfach sagen. Ihr seht, ja, die können schießen, es können viel zu wenig schießen und gerade wenn man dann, ja gut, man muss damit rechnen, dass die chargen und bei so kleinen Einheiten, wenn es jetzt 10er Einheiten gewesen wären, dann wäre es natürlich noch geiler gewesen, aber dann hätte man auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Sorge haben müssen, dass die sofort broken ist, die Unit, ne? Das ist halt das Problem, mit 5 Medicus nimmt er dir 3 raus und das ist durchaus bei so einer Masse realistisch und ja, dann guckt man da, aber wie gesagt, beim nächsten Mal, es muss aggressiver werden und nicht so defensiv. Ja, Runde 2, die Jungs gucken betroffen auf den Zählerwürfel und nach Runde 2 habe ich gesagt, weißt du was, mein Jung, reicht. 12-4 meinerseits, das hier ist aus der Position von Herrn Benjamin und ich hätte in der Konstellation, auch so wie ich gewürfelt habe, sind nämlich bei den Nerf-Tests für die Broken Units sind meine immer gegangen. Benjamin sind leider in der Regel stehen geblieben. Ich glaube, der hat keine einzige dadurch verloren. Ich halt alle, die genervt waren, also die broken waren, die sind beim Nerf-Test immer gestorben. Und das war halt dann so, dass ich rein rechnerisch es nicht mehr hätte schaffen können, so viele Marker bis zur Runde 5, nämlich war nur 5 Runden begrenzt, zu machen. Und zu halten, dass ich das von den Punkten wieder rausgekommen wäre. Und ja, nee, haut nicht hin. Ja, was schließen wir da raus, liebe Leute? Ich muss definitiv mehr aggressiv spielen. Und ich darf ihn hier mal einbunkern. Und ich darf meine Einheiten, auch wenn sie teuer sind, nicht immer so quasi in so ein kleines Stallkistchen setzen, wo ein bisschen Watte auspolstern, damit denen nichts passiert, sondern die müssen nach vorne. Ja, gut, das nehmen wir mit. Gratulation an Herrn Benjamin, der hat ja da wirklich sehr gut agiert und sich schön an den Markern ausgebreitet. Und ich nehme die Schlüsse mit in die nächste Partie und würde sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne mal ein paar Kommentare unten drunter. Und wir sehen uns dann zu Teil 2. Das ist dann quasi die Revanche-Schlacht der Zwerge. Und ja,
Bleibt dem Kanal treu, lasst ein Abo da und vor allen Dingen unterstützt ein wenig Mantic. Kauft ein paar Mantic Minis, kauft ein paar Firefight Minis, damit das System hier auch in Deutschland sich mal ein bisschen besser etabliert, weil es ist ja einfach noch viel zu wenig. Es ist so ein geiles Spiel und wenn ihr dann natürlich was sucht, schaut bei Kotami, da ist schon wieder alles raus, da ist gerade nachbestellt zu diesem Zeitpunkt, die warten auf eine große Order, da ist dann bald alles wieder soweit vorrätig, was bei Mantic vorrätig ist und in diesem Sinne würde ich sagen, ich danke Kotami nochmal einmal für den fleißigen Support hier und euch danke ich fürs Zuschauen, viel Spaß bei allem, was ihr tut, wir sehen uns zur Revanche der Zwerge, bis dahin, ciao ciao und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und den Wizard glücklich machen wollt, mit einem Daumen, mit einem Abo und ganz besonders natürlich auch mit Patreon für noch mehr schöne Sachen, die ich euch hier zeigen kann. In diesem Sinne, habt viel Spaß, ich bin raus, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.